Fünf Dinge, die nur attraktive Frauen tun und sagen. So, meine Lieben, in diesem Video geht es um Attraktivität. Attraktivität ist ja bei euch ein sehr beliebtes Thema. Da gibt es ein Video über Attraktivität, das wahnsinnig viele Kommentare hat und sehr, sehr viele Aufrufe hat, weil das etwas ist, womit wir Frauen uns doch beschäftigen. In diesem Video zeige ich dir fünf Dinge, die du konkret tun und sagen kannst, um dich sofort attraktiver zu fühlen, aber auch attraktiver zu wirken. Jede Frau kann attraktiv sein, absolut jede. Das hängt dann einfach von zwei Dingen ab. Und das eine ist natürlich, wie du dich fühlst, also welche Ausstrahlung du hast, wie dein Selbstvertrauen ist. Und der zweite Faktor ist, ob du halt auch wirklich das Beste aus dir machst. Und einmal gab es dann einen Kommentar, da hieß es so, ja, aber ich bin halt übergewichtig und so, ich kann nicht attraktiv sein und das ist keine Ausrede. Also, Übergewicht ist keine Ausrede, Alter ist keine Ausrede und auch, ich weiß nicht, zum Beispiel eine große Nase oder abstehende Ohren oder kurze Beine oder lange Beine, was auch immer, all das sind keine Ausreden. Denn jede Frau kann attraktiv sein. Der wichtige Punkt ist, dass du aus dem, was du hast, einfach das Beste machst. Und ich kenne Frauen, die sind übergewichtig und sind strahlend schön, aber nicht, weil sie perfekt aussehen, sondern weil sie diese Ausstrahlung haben und weil sie sich selber lieben und man das einfach sieht. Und das sieht man nicht nur an jetzt ihrer Körpersprache oder hört es an ihrer Stimme, sondern auch an dem, was sie aus sich machen, wie sie sich kleiden, wie sie ihre Haare tragen, wie sie ihr Make-up tragen. Das verrät sehr viel darüber, ob du einerseits aufgegeben hast, weil das sehe ich auch manchmal, Leute, die einfach komplett aufgegeben haben, was ihr Aussehen angeht und einfach jetzt langweilige Dinge anziehen oder unauffällige Dinge und sich überhaupt nicht irgendwie hübsch machen, weil sie glauben, dass das eh keinen Sinn macht. Oder dann Leute, die einfach das, was sie haben, nehmen und das voll einfach zur Geltung bringen. Und das macht dich attraktiv, okay? Also, Ladies, keine Ausreden mehr. So wie du bist, bist du perfekt. Sieh das endlich ein und genieß dein Leben. Bevor wir mit den fünf Tipps loslegen, abonniere meinen Kanal. Dann wirst du sofort um 80% attraktiver. Nein, sorry. Aber du machst mich happy und dein großer Vorteil ist, dass du all die spannenden Videos auch immer sofort bekommst. Sache Nummer 1, die attraktive Frauen tun und die du sofort tun kannst, ist folgendes Wort. Danke. Danke sagen, wenn du ein Kompliment bekommst. Denn unsichere Menschen haben diese faszinierende Tendenz, dass wenn sie ein Kompliment bekommen, ganz egal, ein Kompliment über deinen Charakter, deine Leistung, dein Aussehen, was auch immer, dass sie dann zweifeln, so, ja, okay, warum kriege ich jetzt das Kompliment und so? Oder sie sagen so, danke, so mit einer unsicheren Stimme. Was ich auch schon oft gehört habe, ist, na, ist ja eh nichts Besonderes oder weiß nicht, nein, das war eh nur ein ganz billiges Kleid, das ist alles nichts und das ging eh alles leicht und so. Also die machen sofort ihren eigenen Wert runter. Das ist absolut nicht attraktiv. Attraktive Frauen machen das Gegenteil, die sagen danke. Danke im Gedanken mit, ja, ich weiß eh. Danke, ich weiß, dass ich gut bin. Danke, ich weiß, dass das schön aussieht. Danke, ich weiß, dass ich da echt was geleistet habe. Ich meine, du sagst es nicht unbedingt dazu, aber du sagst ein wissendes Dankeschön und nimmst das einfach an. Zweiter Attraktivitätsfaktor ist wirklich die Kommunikation, nämlich wirklich attraktive Menschen unterhalten sich wertschätzend mit jedem und nicht nur mit wichtigen Leuten oder beliebten Leuten oder weiß ich nicht, Leuten, von denen sie was wollen, sondern attraktive Menschen führen offene, wertschätzende, ehrliche Gespräche mit wirklich jedem Menschen, dem sie begegnen. Das heißt, sie zeigen ehrliches Interesse am Gegenüber. Und das ist deshalb eine attraktive Eigenschaft, weil es sozusagen dieser Social Proof ist. Das heißt, wenn du gut mit allen möglichen Leuten kommunizieren kannst, dann merkt der Beobachter, dass du ein offener, kommunikativer Mensch bist. Automatisch nimmt er dich als wertvoller, selbstsicherer und attraktiver wahr. Du kannst also deine Attraktivität sofort verbessern, indem du einfach damit anfängst
offen auf andere Menschen zuzugehen. Hier ist ganz wichtig, dass du lernst, Interesse zu zeigen und Leute nicht voll zu quatschen. Das ist nämlich das andere Extrem. Es gibt zwei unattraktive Extreme. Das eine sind die Leute, die mit niemandem reden und total verschlossen sind. Das ist leider nicht sehr sexy. Und dann gibt es die Leute, die dich voll labern mit irgendwelchen Stories ohne Punkt und Komma, die nicht merken, wenn es dich schon nervt. Kennst du das? Ich hasse das. Deine Körpersprache ist eh schon so auf Flucht und die Leute bla 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 bla, ich bla 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 und bu 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 und du bist schon so, oh mein Gott, bitte, ja, shut up. Das ist nicht attraktiv, okay? Aber voll attraktiv ist es, wenn du Fragen stellst und dich für den anderen interessierst. Wenn der andere wirklich merkt, dass du präsent da bist und dass du ihn wichtig nimmst und dass du jetzt gerade echtes Interesse hast. Und diese Technik des Fragenstellens, das ist schon über 100 Jahre bekannt, dass das Freundschaften stärkt und automatisch dich in sozialen Situationen attraktiver und begehrenswerter macht. Also hab Spaß dabei, auf Menschen offen zuzugehen und du wirst sehen, du wirst dich sofort attraktiver fühlen. Nummer 3 ist, berühre Menschen während dem Gespräch. Achtung, kleiner Disclaimer. Das gilt nicht unbedingt für den Beruf. Also im beruflichen Umfeld musst du halt schauen, ob es passt, nicht? Das ist situationsabhängig. Vielleicht mit einer lieben Kollegin geht das auf jeden Fall. Beim Chef weiß ich nicht, kommt drauf an. Aber beim Flirten, bei Freundschaften, da kannst du damit extrem viel machen. Und das sind wirklich einfach Berührungen nebenbei. Ja? Natürlich auf akzeptablen Körperstellen, nicht? Also Arme und Schultern und sowas. Diese Berührung schafft sofort emotionale Bindung. Das ist total interessant. Probier das mal aus. Und gleichzeitig zeigt das, dass du selbstsicher bist und keine Angst vor Nähe und Berührung hast. Also, berühren macht attraktiv. Anzeichen Nummer 4 ist, es tut mir leid. Die Fähigkeit, zu den eigenen Fehlern zu stehen und sich zu entschuldigen. Super unattraktiv sind Leute, die immer anderen die Schuld geben. Das ist eine furchtbare Angewohnheit und es ist richtig total anti-sexy, okay? Ein simples Beispiel ist, jemand kommt zu spät. Die unattraktive Person sagt, ja, der Verkehr ist schuld und da viele Stau und ich weiß nicht und die Baustelle ist schuld und das ist schuld und das ist schuld. Ja? Oder, keine Ahnung, der böse Chef ist schuld, der hat mich noch aufgehalten und so. Das sind so die unattraktiven Leute, die das machen. Attraktive Leute übernehmen Verantwortung für ihr Leben. Nämlich, wenn ich einen Termin habe und ich fahre von A nach B, ja, ich meine, du bist ja nicht seit gestern auf der Welt. Du weißt, es gibt im Sommer meistens zum Beispiel Baustellen. Ja? Oder du weißt, an einer bestimmten Stelle staut es sich um 16.30 Uhr halt jeden Tag. Ja? Das heißt, erstens mal würde man sich vorab informieren, ja, gibt es Baustellen, gibt es Stau. Das würde man machen, wenn man Verantwortung übernimmt für seine Entscheidungen und sein Handeln. Nicht? Dann würde man vielleicht früher wegfahren. Und wenn man echt Pech hat und man kommt damit in einen Unfall rein und dann würde man natürlich sagen, okay, ich meine, das ist eine Pechsituation, ja, aber das ist seltenst der Fall. Meistens ist es so, dass die Leute einfach zu spät wegfahren oder sich einfach nicht auf das vorbereitet haben und dann die Schuld den anderen geben. Der attraktive Mensch würde dann einfach sagen, du, ich habe mich nicht informiert, ja, tut mir voll leid, ich habe nicht nachgedacht, ich habe total nicht dran gedacht, dass jeden Tag um 16.30 Uhr Stau ist. Ja? Das habe ich vergessen. Das ist attraktiv, weil du Verantwortung übernimmst. Oder wenn der Chef dich aufgehalten hat. Ich meine, du bist ja kein Sklave, der nicht sprechen kann. Du könntest dann auch sagen, ja du, ich habe mich nicht getraut, dem Chef zu sagen, dass ich weg muss oder eine Verabredung habe. Oder ich habe mich nicht getraut, dem Chef gegenüber eine Grenze zu setzen. Weißt du? Das ist attraktiv. Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln. Und es ist nicht nur attraktiv gegenüber der anderen Person, sondern das hier gibt dir die Möglichkeit, dich zu verändern. Das gibt dir das Potenzial zu erkennen, dass es da Dinge gibt, die du eigentlich in der Hand hast, ja, die du kontrollieren kannst. Und das macht dich zu einer super authentischen, aber super, super attraktiven Persönlichkeit.
was da auch noch dazu kommt, ist, wenn man zugeben kann, wenn man sich geirrt hat. Also zu sagen, du, sorry, was ich da erzählt habe letzte Woche war ein Blödsinn. Ja, das habe ich nicht recherchiert oder keine Ahnung, das habe ich einfach ungeprüft weitergegeben. Das machen wir ja manchmal. Oder wir kriegen irgendeinen Artikel geschickt oder irgendeinen Link geschickt von einer Freundin. Wir lesen die Überschrift, wir schicken das weiter und dann später kommen wir drauf, ups, das war vielleicht doch nicht so der gute Artikel. Ja, kann passieren. Steh dazu. Ja, also wirklich own it, sagt man auf Englisch. Also wirklich, das sind deine eigenen Dinge. Steh dazu, das macht dich super stark und super sexy. Nummer 5, und auch das ist ein Wort, das attraktive Menschen verwenden, und zwar Nein. Nein sagen zu können, nicht überall mitmachen zu müssen, nicht überall mitrennen zu müssen. Unattraktive Menschen sind oft People Pleaser, das heißt, die wollen es jedem recht machen. Und die sind dann so, ja, und wo wollt ihr hingehen? Ja, okay, da bin ich überall dabei. Und keine Ahnung, die gehen auch Pizza essen, wenn sie keine Pizza mögen. Nicht, das ist nicht attraktiv. Attraktiv ist zu sagen, nein, danke, nein, da habe ich keine Lust drauf. Oder nein, das schmeckt mir nicht. Oder nein, das mag ich nicht. Das erfordert Mut, aber das ist total attraktiv und das steigert sofort dein Selbstbewusstsein. So, meine Liebe, so einfach kann es sein. Wenn du Hilfe dabei brauchst, dein Selbstbewusstsein zu steigern, wir haben eine Menge toller Coaches auf der Liebestipps-Webseite, also liebestipps.com. Wenn du da hingehst, da geben wir einen Link rein, da kannst du dir direkt einen Coach buchen und kannst ganz persönlich an dem Thema arbeiten, wenn du das möchtest. Und natürlich kannst du auch Coach werden bei uns, findest du auch alles auf unserer Webseite. Also dann, meine Liebe, lass dir gut gehen, genieß deine Attraktivität und wir sehen uns im nächsten Video.